jetzt haben wir die ganzen Endprodukte gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie und wo wird das alles hergestellt? In den Heiligen Hallen. In den Heiligen Hallen. Jetzt ist die Frage, dürfen wir da drehen? Ohne Zweifel. Müssen wir vorher noch was unterschreiben? Nein, alles okay. Alles okay? Gut, dann. Hier sind die Heiligen Hallen. Ja. Genau wie der Laden. Gigantisch. Ja, wir werden jetzt gleich mal eine ausgiebige Runde drehen. Da freue ich mich drauf. Rohstoffe, Fertigprodukte, fertige Mixe. Steht hier schon bereit zur Abholung. Ne? Also der Begriff säckeweise hat da so eine ganz neue Bedeutung für mich gerade. Ja, ist schon recht umfangreich. Ne? Halbfertigprodukte, die hier bereitstehen für den Verkauf für den Laden. Also hier sind dann auch Mehle drin. Ja, vieles wird in Big Bags geliefert. Das ist zum Beispiel eine Eigenvermahlung. Wir vermahlen unser Maismehl selber. Das heißt, wir kaufen Maiskörner bei den Landwirten und vermahlen die selber. Und so einen Wochenbedarf auf Vorrat malen wir im Voraus. Ja. Und wir haben immer frisches Mehl. Wir lagern im Korn und mahlen halt unsere frischen Mehle für unseren Wochenbedarf jede Woche frisch. Ja, wie viele Leute arbeiten hier bei dir? Ja, wir haben hier im gesamten Unternehmen 13 Mitarbeiter, ja, mit Büro, mit Ladenpersonal, mit Personal hier in der Produktion und in der Verpackung. Ist natürlich recht umfangreich, auch bei den Mengen, die wir so machen. Ja, 13. Das ist schon Manpower. Oh, das ist natürlich jetzt ein sensibler Bereich hier, gerade auch so was Rezepte und so angeht. Mhm. Müssen die Mitarbeiter dann irgendwie was unterschreiben, Schweigegelübnis? Nein, abgeben, grundsätzlich zum Beispiel die Ladenmitarbeiter bekommen niemals eine Rezeptur in die Hand. Ne? Mhm. Auch hier hinten in der Produktion. Nur Leute, die mit dem Angeln nichts zu tun haben. Also alles Nicht-Angler. Mhm. Ne? Also die können auch mit den Rezepturen nichts tun, außer die bearbeiten und die Sachen mischen und herstellen nach Vorgabe. Und aber weiter sind auch keine Ambitionen, also da irgendwas nach außen zu tragen. Ne? Ja, ist ja auch sehr wichtig. Ne? Ja. Und wie sieht das aus, jetzt, wenn ich jetzt als Kunde hier hinkomme und sage, Mensch, kann ich hier mal einen Blick reinwerfen? Ist das möglich? Ist grundsätzlich möglich. Also wir haben hier eigentlich nichts zu verbergen. Und deswegen ist ja auch so ein Dreh hier mit Cipro für uns hier gar kein Problem. Und zum Beispiel jetzt im Sommer werden wir auch so eine Jubiläumswoche machen und da wird auch der Freitag und der Samstag wirklich für alle Kunden, werden alle Türen hier geöffnet. Das ist ja super. Um dann auch einfach mal zu sehen, was wir hier machen. Also wir haben hier eigentlich keine Geheimnisse. Ja. Außer viel Arbeit haben wir hier keine Geheimnisse. Ja, finde ich super. So, hier gehen wir in die nächste Abteilung. Hier ist Mahlen und Mischen. Hier wird alles, was trocken ist, miteinander vermischt. Ja, hier steht ein bisschen was an Equipment, was wir so brauchen. Ne? Riesig. Ja, hier sind, sagen wir, alle Mehle in kleinen Anbrüchen. Ja. Abwiegebereit. Ne, alle Rezepturen müssen zusammengestellt werden. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, oder wenn du jetzt sagst, okay, du brauchst den Boilie, also was ich zum Beispiel den White Hollywood, musst du jetzt eine neue Charge auflegen. Mhm. Das heißt, hier werden dann die ganzen Mehle erstmal miteinander vermischt. Natürlich. Ne? Hier werden unsere Rohmischungen hergestellt. Dieses Teil ist ein Mischer und darin können wir von 100 bis 1000 Kilo können wir alles vermischen in Trockensubstanzen. Und hier vorne füllt man das Mehl ein. Ja. Da haben wir ein Wiegepanel, man kann da wirklich zuwiegen. Reingekippt? Natürlich, klar. Der wird hier reingekippt und man kann dann aus dem Mischer hier mit dieser Schneckenförderanlage kann man nach oben fördern in dieses sogenannte Mühlensilo. Und das Schöne daran ist, es passt eine komplette Mischung aus dem Mischer von 1000 Kilo, passt in dieses Mühlensilo. Ja. Und wenn der Mischer entleert ist, kann man hier schon wieder beginnen, eine neue Mischung zu machen. Und in dieser Zeit wird das Mühlensilo entleert. Und man ist da wirklich in der Lage, 10 Tonnen zu mischen innerhalb von 5 Stunden. Es gibt auch Mischungen, die einfach nur ohne ein Mahlergebnis weiter gefördert werden. Also ist zum Beispiel kein Sieb drin. Dadurch werden einfach nur mal die Partikel ein wenig zerstoßen und nicht gemahlen. Und dann aus der Mühle raus geht wieder ein Schrägförderer hier in diese Silo-Batterie. Und wir können bestimmen, welche Mischung in welches Silo reinläuft. Und dann da bevorraten. Oder auch direkt entnehmen für die Produktion oder für die Verpackung oder was man auch gerade machen muss.
Stippfutter zum Beispiel wird nur gemischt und direkt aus dem Mischer entleert. Es geht gar nicht hier über diese Schnecken und es wird direkt da vorne am Mischer abgesackt. Wir haben da am Mischer auch noch eine Weiche, wo man einfach nur mischen kann und das wird dann direkt abgesackt. Damit es nicht zu fein wird. Genau, bei Stippfutter wäre das einfach nicht Ziel. Also je nach Verwendungszweck werden dann die Mixe hier entnommen. Wir können die hier in Tonnen füllen, wir können die in Säcke abfüllen. Und je nach Verwendungszweck gehen die von hier aus entweder in Richtung Verpackung oder direkt in die Produktion. Hier werden die Boilies hergestellt. Also hier werden dann die Anglerträume wahrgemacht. Klar, große Träume, kleine Träume. Hier haben wir so eine große Auswahl an Aromen, die wir brauchen für die Produktion. Ja. Und hier wird dann alles auch angemischt, das Ganze. Natürlich. Wir beginnen, dass hier der trockene Mix in die Knetmaschine kommt. Hier wird alles angeknetet, hier kommen Aromen dazu und alles an Wünschen werden hier im Kneter verwirklicht. Wie viele Kilo passen da rein? Ja, wir haben immer, also die kleinste Mischung, die wir hier machen, sind 25 Kilo Trockenmix, werden ungefähr 35 Kilo fertigen Teig werden. Ja. Und das sind eigentlich hier so unsere Standardmischungen, die sich am besten verkneten lassen. Und wenn wir größere Mengen machen, dann gibt es halt mehrere Chargen Kneter. Von hier aus geht der Teig in den Füller. Ja. Das ist ein sogenannter Vakuumfüller. Der stellt die Würste her. Und die Würste werden geschnitten und gehen dann auf den Boilie-Roller. Von dem Roller aus fallen die Würste über die Rutsche in das Kochwasser. Ach so, das ist jetzt unter dieser Abdeckung. Ja, richtig. Damit dann nicht so der Wasserdampf austritt, haben wir da so eine Abdeckung drüber. An dem Kessel kann man die Geschwindigkeit einstellen des Bandes, das heißt die Kochzeit. Mit der Geschwindigkeit vom Kochband kann man je nach Durchmesser Kochzeiten bis zu 8 Minuten erreichen. Ja, ist ja, denke ich mal, auch jetzt wichtig, je nachdem, was die Boilies für Durchmesser haben. Ja, natürlich. Wie wird das mit dem Durchmesser gehandelt hier? Ja, Durchmesser. Wir haben hier so sogenannte Rahmen. Da wird einfach nur der Rahmen gewechselt. Durch die Rahmenschicht auch sehr schnell. Ganz genau. Also wir sind hier wirklich innerhalb von 3-4 Minuten ist da ein Durchmesserwechsel vollzogen. Ja, und hier in dem ganzen Teil werden die Boilies gekocht. Diese Rohrgeschichte hier, das ist... Das ist eigentlich eine Abluftkühlung. Wir kühlen mit feinem Wassernebel, kühlen wir die Abluftschwade ab. Ja. Erstmal, weil wir permanent Wasser in den Kessel laufen lassen müssen, weil Kochwasser halt auch vom Produkt aufgenommen wird. Und es dient auch der Minimierung von Geruchsbelästigung hier für die Nachbarschaft. Ne? Also wenn es Moskowbeere gibt, dann freuen sie sich, ja, aber Monster Crab gibt einen bösen Anruf. Ja. So, hier kommen dann die fertig gekochten Boilies aus dem Kochkessel und fallen hier auf dieses sogenannte erste Trockenband. Da unten drunter sind kleine Ventilatoren, ja, womit dann die erste Größe Hitze abgeblasen wird. Aus den noch heißen Ködern steigt dann ja, ein satter Wasserdampf auf. Und dann werden die Boilies in diese Körbe verfrachtet, schön auf Rollis aufgetürmt. Ja. Und die fertigen Rollis gehen dann in die Trockenräume. Ja, hier sind wir in den Trockenräumen. Alle Rollis kommen nachher hier in diese Räume. Oh, man hört es schon. Ja, das ist der Abluft. Lecker. Sehr gut. Es riecht nach Äpfeln und Nüssen. Also hier haben wir eine Heizung drin, hier haben wir Ventis drin, wir haben eine Luftgeschwindigkeit drin. Wir können hier die Temperatur überwachen, wir können die Luftfeuchtigkeit überwachen. Und auch mit diesen Parametern kann man einfach auch sehen, ob ein Produkt erfolgreich getrocknet worden ist, ja, was uns nachher die Haltbarkeit gibt. Ne? Hier haben wir zum Beispiel leckere Monster-Crab-Pillen. Ja, die sind jetzt schon trocken, die Trocknung ist hier zu Ende jetzt. Mhm. Ja, und verschiedenste Sorten von gestern produziert. Und die werden jetzt anschließend in 20 Kilo Beutel vorverpackt für die Bereitstellung zur Verpackung. Ja. Also hier wird zum Beispiel nichts lose jetzt in die Verpackung gefahren. Hier zum Beispiel im Trockenraum ist ein sogenannter Reinraumbereich. Mhm. Keimarm, hier wird alles desinfiziert, die Körbe sind alle sauber und desinfiziert. Wir sind dadurch einfach in der Lage, stabile und haltbare Produkte herzustellen. Das ist sehr wichtig. Ja, durch eine gute Hygiene ist man da auch in der Lage, viel weniger Konservierungsstoffe einzusetzen
und wir haben einfach stabile, zuverlässige Produkte. Mhm. Ja. Ja, und alles, was jetzt getrocknet ist und abgesackt ist in Säcken, wird jetzt bereitgestellt für die Verpackung. Und da gehen wir jetzt gucken, wo alles hingeht. Ja, also jedes Produkt, was bei uns hergestellt wird, muss irgendwie verpackt werden. Ob eine große Tüte, eine kleine Tüte, eine Flasche, ein Döschen, alles Mögliche. Ja, und das wird hier gemacht. Und ja, hier ist dann morgens richtig Action. Hier wird abgefüllt, flüssiges, pulvermäßiges. Alle verschiedensten Größen werden hier abgefüllt. Wird das irgendwie noch kontrolliert, was hier abgefüllt wird, welche Mengen, ob das alles passt und so weiter? Ja, natürlich. Wir haben natürlich unsere Eigenkontrollen hier im Rahmen der Qualitätssicherung. Ja. Hier steht zum Beispiel der Verpackungsplan. Da steht drauf, was verpackt werden muss. Und dann steht auch hier natürlich, wie alles verpackt worden ist, in welchen Mengen, in welchen VEs, mit welchem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Dann haben wir hier auch Gewichtskontrollen im Rahmen von den Messungen vom Eichamt. Wo ein Kilo draufsteht, muss ein Kilo drin sein. Ein Kilo drin, das ist also dadurch auch gewährleistet. Natürlich. Wir betreiben hier unsere Eigenkontrollen, die auch vom Gesetzgeber her gefordert sind. Ja. Und auch wirklich hier so ein Qualitätssicherungskonzept, was wir haben, wird von einer futtermittelüberwachenden Behörde absolut gefordert. Wir sind ein zugelassener Mischfutterbetrieb. Mhm. Und hier wird wirklich nach höchsten Standards gearbeitet, um erstmal ein sicheres Produkt herzustellen und auch, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Ja. Wird dann auch ein Muster zurückgelegt? Ja, von jedem Produkt, von jeder Charge, von jedem Verpackungsvorgang, der hier geschieht, nehmen wir sogenannte Rückstellmuster. Und diese Rückstellmuster werden halt eingelagert bei uns bis zum Ablauf vom MHD, vom gewünschten Mindesthaltbarkeitsdatum und anschließend dann nochmal von uns in der Qualitätssicherung begutachtet, beurteilt, ist das Haltbarkeitsdatum, was wir darauf geben, wirklich entsprechend? Ist das Produkt zu diesem Zeitpunkt noch tauglich, genusstauglich für unsere Fische? Ordentlich, ne? Ja, also ist schon ein recht großer Aufwand, den wir dafür betreiben müssen. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Das natürlich. Ist schon echt ein hoher Standard. Ja, ja, den müssen wir haben. Wird verlangt und vor allen Dingen, ich bin aus der Nahrungsmittelbranche, als Fleischermeister, für uns waren das, sagen wir, in der Fleischwarenproduktion Standardgeschichten, die sich aber natürlich sehr, sehr gut umlegen lassen auf das, was wir jetzt machen hier. Und wir sind natürlich da auch dem Standard weit voraus. Sagen wir auch in puncto Hygiene hier sind wir wirklich. Ja, also es ist hier überall sehr, sehr, sehr sauber, muss ich sagen. Das hat mich schon direkt vorhin gewundert. Ja. Nein, aber das muss sein. Also ich sage mal, auch zur Produktsicherheit muss das sein. Und ich persönlich will es auch so haben, weil nur so kann man wirklich gute und sichere Produkte herstellen. Und wir sind hier ein anständiger Saustall. Ja. Hier haben wir einiges an Verpackungsmaterialien, was die Mädels so brauchen. Ja. Verschiedenste Etiketten, weil jedes Produkt braucht sein entsprechendes Etikett. Alles sauber geordnet. Nehmen wir mal einen raus. Zum Beispiel Spicy Brassen. Ja. Da sieht man genau, was die Mädels machen müssen, kleben müssen. MHD, ein Jahr nach dem Mischen geben wir da drauf. Das ist hier unsere analytische Anforderung. Mhm. Die Zusammensetzung. Da sind sie. Alle Etiketten, alle Zusammensetzungen. Auch diese Ordnung macht auch eine Sicherheit in der Verpackung. Ja, hier haben wir zum Beispiel unsere ganzen Rückstellmuster, unsere Freezer, Baits, alle Boilies ohne Konservierer haben wir hier drin. Alle Rückstellmuster von jedem Monat, von jeder Produktion, von jeder Charge lagern wir die ein bis zum Ablauf des MADs. Ich bedanke mich sehr für diesen Nachmittag, für die Einblicke, die du uns gegönnt hast. Ja. Und ja, ich wünsche dir und deiner Firma weiterhin alles Gute. Danke sehr. Bis dann. Mach's gut.